Hallo und herzlich willkommen zu Star Wars The Old Republic mit der Jana. Hallo. So, wir müssen ein Sicherheitsterminal hacken gehen. Wir mal in eine Gruppe noch gehen? Ja. Oh, Entschuldigung. Ich wusste ja nicht, dass sie gleich böse sind. Oh, cool, hast du gesehen? War cool. Yeah. Will ihn nicht umbringen. Was geht hier vor sich? Glaubt ihr, ihr könntet so einfach die Seiten wechseln? Verdammt sollt ihr sein! Karels, ihr könnt lebend aus der Sache rauskommen. Aber wir müssen zusammenarbeiten. Ihr wollt Gnade walten lassen? Ha! Euer Timing ist schlecht. Gerade jetzt habe ich Lust auf einen Kampf. Ich habe eben erfahren, dass meine Jungs tot sind. Irgendein imperialer Bastard hat sie getötet, weil sie nicht zu Kreuze kriechen wollten. Warum wollt ihr das gleiche Schicksal wie sie erleiden? Weil ich mein ganzes Leben damit verbracht habe, mich keinen Schlägern oder Piraten zu beugen. Und ohne meine Söhne kann ich einen aussichtslosen Kampf kämpfen. Schön, euch gekannt zu haben, Klinge. Tut denn schon leid um den, gell? Wow. Aber Imperium-Shit, weißt du? Ja. Ah ja, jetzt muss ich mit den Typen sprechen. Was ist der denn? Ach, guck mal. Was denn? Ich hab mich geheilt am Koltotank. Oh. Da stand einer. Halt, achso, willst du erst deine fertig machen? Hm. Weil ich müsste hier rein. Ja. Muss doch mit der Bestie kämpfen. Dritter Stock. Zweiter Stock. Kommst du? Hallo. Erst den Meister bestimmt umbringen und das klappt nicht und erst kommen die Bestien raus. Guck mal, die gucken da oben zu. Hast du da schon drauf gedrückt? Hör doch mal auf, da zu drücken! Ihr ruft mich her, ganz wie Nemro gesagt hat. Wie dumm von euch. Jetzt töte ich euch und Nemro gibt mir eine große Belohnung. Der Sack. Ich glaube, wir wurden beide betrogen. Ihr wollt mich ablenken? Das ist auch dumm von euch. Lasst die Bestien frei. Na super. War ja klar. Der Arsch. Tja. Zeige ich's. Hallo, da! Autsch! Tch.
Tja, lieber Nemro, das war's. Was machst du denn? Okay, das war's. Aber der eine war. Also ich muss noch mal. Aber wie er da oben zuguckt, der sagt. Noch mal auf den Hallo! Der winkt! Die haben unseren Kampf geliebt, also das ist so perfekt. Ja, aber der wollte mich einfach um die Ecke schaffen. Das ja, habe ich ihm versaut. Wollte gucken, jetzt kommt er gleich. Ah, ich wollte nur gucken, wie du. Ne? Das ist ja, ja. Bist. Ja, aber das sind Hutten, ne? Ja. Ah ja, klar, die haben sich gedacht, oh ja, die macht schön, die räumt schön auf und wenn sie dann noch stirbt, dann sind wir ja fertig mit ihr. Bei mir geht's auf. Aber nicht mit mir. War es bei dir im Hintergrund irgendwie ein Kessel am Pfeifen? Nee, es ist der Wäschetrockner. So. Piti do tenyago kaka jujo. Da biska ku paliya. Tiliska tenaga wa ni tikospa inikudade. Chakita huta kunta chuta kasuyali kulira kanki kung. Und da ist deine Kleine wieder. Wovon sprecht ihr? Karels ist tot? Manchi do di puna puna kabuk nuni slemo kabanotase makipuna malituta odmishka. Piti do tenyago kaka jujo, da biska ku paliya. Ich werde tun, was nötig ist, damit die Mörder ihre gerechte Strafe erhalten. Mana matota jispa micho. Pliska taka, ya yoska ukle yuga chesko pukuta. Yinga yinga kijita, nimni tanuv alelo kwekuta. Kunta chuta, kasuyali kulira, kanki kung. Oka kiza spida perupa, gadwa shiniko higa danulia. Ich kümmere mich darum. Könnte allerdings etwas dauern. Patoga wata kiko uba kili wata buki donko. Buka kampak nijit, tonka yiliska chanaga. Na, meine Süße. Wo ist sie denn? Ach, wieder in ihrer Ecke. War ja wieder klar. Gott, pss, 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 pss. Ach, die ist in meinem Zimmer. Die ist in deinem Zimmer. Soll ich euch kurz allein lassen, ne? Ja, ja. Bis später. Meiner Druide, du bleibst auch draußen. Ich komm mit. Ich will auch gucken. Hier habt ihr euch also versteckt. Nett. Ist das Blut auf dem Boden frisch oder war das im Zimmerpreis inbegriffen? Genau, was ich immer wollte. Ein hübsches Mädchen, das zu Hause auf mich wartet. Nett. Aber deswegen bin ich nicht hier. Zumindest diesmal nicht. Ihr wart überall in der Stadt, habt einen ziemlichen Leichenberg hinterlassen. Und ich weiß, was ihr mit Karels gemacht habt. Oh nein. Ihr seid auf etwas Größeres aus als Nemro. Ich bin nicht sicher, was es ist. Und ich weiß auch nicht, warum. Aber ich will dabei sein. Schön. Ich bin sicher, wir können eine Vereinbarung treffen. Ich wusste, dass wir uns verstehen würden. Also, wo fangen wir an? Erlaubt mir zu antworten. Und was ist das jetzt? Wir wissen, wer ihr seid. Kalio Janis. Und wir sind bereit, euch ein Angebot zu machen. Ich bin der Aufseher. Ich repräsentiere den imperialen Geheimdienst sowie mein Agent hier. Wir wissen von euren Aktivitäten auf Ratatak, Ort Mandel und Brenthal 4 sowie euren Zugehörigkeiten. Eure Fähigkeiten sind nützlich und wir sind bereit, euch bei uns aufzunehmen. Ihr würdet eine fürstlich bezahlte Dienerin des Imperiums.
Ich habe schon schlechtere Angebote bekommen. Was meint ihr, Agent? Wollt ihr mich auf eurer Seite? Naja, warum nicht? Klingt nach Spaß. Ich wollte mich eh verbessern. Also bin ich auf eurer Seite, solange ihr in dem Geschäft durchhaltet. Ich bin dabei. Aber nennt mich noch einmal Dienerin des Imperiums und ich schlage euch die Zähne ein. Charmant. Wir werden die Einzelheiten später besprechen. Und was euch betrifft, Agent, Todd Larsen ist davon überzeugt, dass Fatra, der Hutter, eine große Bedrohung fürs Geschäft ist. Gut gemacht. Jetzt müssen wir Todd Larsen Beweise liefern, dass Fatra von der Republik unterstützt wird. Der erste Schritt ist das Beschaffen einer Holodisk aus Fatras Palast. Die Disk enthält Holo-Aufzeichnungen von Fatras gesamten Geschäften. Der Hutte ist paranoider, als gut für ihn ist. Ihr werdet in sein Archiv einbrechen müssen, um sie zu bekommen. Dazu werden die Sicherheitscodes der Palastwachen nötig sein. Wie ihr schon sagtet, ein paranoider Hutte. Zur Kenntnis genommen. Sobald ihr das Archiv erreicht, benutzt diesen Computerstift, um die Holodisk zu verändern, damit sie Treffen zwischen Fatra und republikanischen Offizieren dokumentiert. Bringt die Fälschung dann zu Todd Larsen. Eine Kleinigkeit im Vergleich zu meinen anderen Aufträgen. Wenn Todd Larsen überzeugt ist, dass seine Feinde Verbündete der Galaktischen Republik sind, dann wird er uns ohne Zweifel um Hilfe ersuchen. Wir sind im Endspiel. Kallio wird euch auf dieser Mission begleiten und unter eurem Kommando dienen. Als ich das letzte Mal in Fatras Palast war, hatte ich so viele Aufputscher-Intus, dass ich mich eine Woche nicht beruhigen konnte. Das sollte unterhaltsam werden. Oh. Sein Oberteil ausgezogen? Ja, Hanna, hast du dein Oberteil ausgezogen? Nein, ich habe ein anderes an. Im Gucken, was sieht besser aus? Hab mal die Farben angepasst. Ich will irgendwie. Ich finde sie, so wie sie standardmäßig aussieht, besser aus. Ich finde die Anpassungen, die sie da hat, sehen nicht geil aus. Also vom Gesicht her. Ja, mir gefällt auch die Original-Kalio am besten. Ich nehme jetzt einfach den hier und pack einfach mal rein. Genau. Kann ich das auch wegwerfen? Ah ja. Oh, weggeworfen. Wer braucht das schon? Genau. Ich finde ihre Tätowierung so schön. Mhm. Deswegen meine ich ja, wieso sollte ich ja so. Ja. Geh mal zu mir wieder rein. Mit dem dicken Hutten reden hier. Was das für eine Aktion war. Der Sack. Nia patissimo shani, che bor chupa che negne. Chupa noe che nana, jap kisa branga una nupa ye. Ich hatte noch nie so viel Spaß auf diesem Planeten. Todo capula, cupi de opro, gironi pibuka. Chilisca tananga ime chai jou, ronchika. Ich habe von kleinem Gemetzel im Rostlager gehört. Oh, Walla Wanga, Tuske Walla Wa, da blota Wijawa. Lasst mich nicht herumraten. Sagt es gerade heraus. Conchita ne Chada Soto Dedi. Chiliska Chanaga Wa Nin Chikospa Inikudade. Nakma Noya Choski Nawi Kuchusu. Yo mata chitoya. Ich hasse die Hunde. Malia Bedwana ni Bobo, Checho Paguma. Chubanoi ke nana, Jamkisa Branga una nupa ye. Denkt nicht, dass ich das nicht tun würde. Ninga ninga kitrita, Nimo tanuv ayola, Tanque kuta. Chuba kima gardo, brok fulma bumko, ichuba na bata. Gumba gigi, guantin. Ja, Hutten-Jana, ne? Mhm. War ja klar.
Oh, ich habe ein neues Oberteil gekriegt. Schön zu sehen, dass es euch gut geht. Das war ziemlich mies, was Nemro euch angetan hat. Eines Tages wird er dafür bezahlen. Vielleicht sind diese Credits genau dafür gedacht. Hier ist eine ziemlich hohe Zahlung an euch, aber es steht nicht dabei, wofür. Das ist wohl eine Sache zwischen euch und Nemro. Ein großer Haufen Credits ist genau das Richtige für mich. Hier, bitte sehr. Einmal eine große Bezahlung aus mysteriösen Gründen. Gebt nicht alles auf einmal aus. Ach, Maki. Nee, Mako. Hallo, Jäger. Wir wurden reingelegt. Nemro unterstützt bereits jemanden bei der großen Jagd. Das weiß ich schon. Erzähl mir was Neues, Mako. Ja? Vielleicht wen er unterstützt? Ich weiß, wo Nemros Unterstützungszeichen ist und wie wir es finden können. Ich erzähle euch alles, aber das hat seinen Preis. Ich soll dich auf einmal für deine Infos bezahlen? Nicht so, wie ihr denkt. Brayden hat mir beigebracht zu kämpfen. Und wie ihr wisst, kann ich gut Informationen besorgen. Nehmt mich mit auf die Jagd und zu allem, was später noch kommt. Wir werden sicher eine Menge Spaß haben. Ich kann gut mit dem Blaster umgehen und Brayden war wie ein Vater für mich. Es ist nicht fair, dass... Wartet, habt ihr gerade ja gesagt? Danke. Brayden war toll. Nehme ich die Häuser so mit. Ich bin kein Kind mehr. Ich will dir wirklich einfach nur arbeiten. Ich will dabei sein, wenn wir Braydens Mörder finden. Ja. Nichts ist mir wichtiger als das. Also, finden wir den Kopfgeldjäger von Nemro. Ich kann nichts tun, solange ich nicht weiß, wen ich verfolge. Der Jäger, hinter dem wir her sind, heißt Rask. Er ist ein Trandoshaner und ziemlich gefährlich. Er hat auf Dantooine die Bewohner eines ganzen Dorfes lebendig verbrennen lassen. Oh. Ich habe eine Übertragung zwischen dem Trandoshaner und, jetzt kommt's, dem seltsamen Typ mit dem Knochengesicht, der mich verfolgt hat, abgefangen. Wisst ihr noch, dass ich euch vor ihm gewarnt hatte? Die beiden arbeiten also zusammen? Das weiß ich nicht. Wir sollten aber auf alles vorbereitet sein. Rask will ein Ziel ausschalten, das Fadra der Hutte, der Rivale von Nemro, für ihn festhält. Irgendeine republikanische Wissenschaftlerin oder so. Wir müssen also einfach in Fadras unglaublich stark bewachtem Palast im Sumpf eindringen. Die Wissenschaftlerin selbst finden und eine Falle für Rask legen. Und wenn Rask aufkreuzt, schnappen wir uns ein Unterstützungszeichen. Guter Plan. Das war noch gar nichts. Anscheinend hat Fadra interessante Leute auf seiner Gehaltsliste. Und mit interessant meine ich Leute, auf die ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Wenn wir bei der großen Jagd eine Chance haben oder auch nur von dieser Schlammkugel wegkommen wollen, brauchen wir diese Kopfgelder. Kommt, Fadras Palast wartet. Wo müssen wir hin? Fadras Palast. Aber, liebe Jana, ich glaube, das machen wir beim nächsten Mal. Okay. Also, ich sag Ihnen da mal auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Emotionen hier im Allgemeinen ist so irgendwo auf Wiedersehen weinen. Ja genau, wir weinen hier. Es ist vorbei. Bitte folgen. Also, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.